looks really fun. Sometimes I wish I had legs so I could do what you do, but then I remember the other things we do to test subjects. I probably shouldn't have said that. Och. Don't worry, I'm sure you'll be fine. Na, da bin ich aber ruhig. Wo willst du nicht mal den Staub? Ja, den Staubsauger anschalten. Genau. Das sieht ja alles schon wieder so ein bisschen abgefuckt aus irgendwie. Also, nicht nur ein bisschen. Sondern so ein bisschen sehr. Naja. Hallo? Hallo? Keiner da. Look at this! I just looked at the documentation for these big monitors. Let me show you myself. Sweet, isn't it? Now you can look at me. So it's not as creepy knowing you're being watched, cause you can watch me too. How cool is that? Oh, the door. Let me get that for you. Hi. Scheiße, er ist in Wheatley 2. And the song. Good luck. Okay, erstmal ein bisschen Übersicht schaffen hier. So, erstmal das Grundlegende hier alles anmalen. So. Ja. Ja. Okay. Aha. Ich tue so, als würde ich das verstehen, ne? Guck mal, ist eine. So kann man das kombinieren. Cool, was? So. Komme ich da jetzt wieder hoch? Ja. Das ist ja unpraktisch irgendwie. Hier hoch. Unten irgendwas. Ja. Oh, praktisch. Oder komme ich vielleicht. Ah ja, das klappt. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist eine Plattform frei geworden. Dann gucken wir mal, ob wir von hier aus dahin kommen. Der ist vor Knopf. Da müssen wir hin. Okay. Ja, ich weiß, dass ich Steuerung drücken kann, nicht mehr zu springen. Ja, das ist schon mal gut. Okay. Ja, wie kommen wir da jetzt rüber vernünftig? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich, indem wir hier abspringen und dann da drüben wieder quasi aufkommen, um dann wieder abzuspringen, ne? Ja, okay. Theoretisch schon. Praktisch gerade eher nicht. Ey, das ist aber nicht nett. So, wie war denn das jetzt nochmal? Ach ja, von hier aus, genau. So, jetzt rüber. Hier alles einschmieren. Ey! Mann, die. Also, der Sprungradius hätte wirklich ein bisschen größer sein können. Dann kann ich den nicht einfach. Und tschüss. Schade. Och. Leute, was soll das denn? Das nervt ein bisschen. Das hätte
meiner Meinung nach besser abgestimmt werden müssen, weil das ist noch ein bisschen schädlich jetzt, oder? So. Okay, also nochmal. Da alles voll machen. Hier alles voll machen. Ja, super, jetzt kommt's schon. Ah. Oder? Lass uns diesen Vorteil doch einfach nutzen. Wenn wir jetzt nicht schon wieder sterben. Ne, ausnahmsweise mal nicht. Okay. Super, und wir klatschen natürlich gegen den scheiß Lautsprecher da. Hey, ich bin noch gar nicht schief gesprungen. Oh. Ich sehe es schon kommen, das werden 20 Minuten Folgen werden. Ah, aber 20 Minuten Protestkammer, wenn das so weitergeht. Vielleicht sollte ich mich einfach ins Bett legen. Zieh ab. Komm, geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. So, ich will 9. So. Das war jetzt definitiv gerade genug. So, wiederholt mal alles vollschmieren. Irgendwann komme ich darüber. Da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß nur noch nicht wann. Hier machen wir vorsichtshalber auch noch was hin, damit wir wenigstens zurückpfeffern, wenn wir da wieder gegenklatschen. So, jetzt aber. Ja, endlich. So, ich würde mal behaupten, das muss da rein. In Wirklichkeit habe ich aber keinen Schimmer. Vor allen Dingen nicht. Wo ist denn das dann eigentlich? Weil hier ist ja nichts, wo wir draufspringen könnten von hier aus. Ha. Also, weißt du, was ich meine? Verstehst du? Denn, wie soll man da hinkommen? Das ist die Frage, die sich mir hier gerade stellt. Exit. Weil wenn wir... Ich weiß wie. Wir hätten den scheiß Kubus mitnehmen müssen. Nein, nicht schon wieder! Eins. So, jetzt holen wir nämlich den, also haben den Kubus geholt. Wow. Schön gerade drauf zulaufen, haben wir ja gelernt. Den. Stellen wir jetzt einfach hier drauf. Und jetzt müssen wir uns nur noch selber irgendwie da rein katapultieren. Und gleichzeitig aufpassen, den Kubus. Entschuldigung, den Kubus nicht einzusauen. Wir könnten natürlich einfach vom Boden aus abspringen. Ich Vollidiot. Ach, es ist schlimm mit mir, ich weiß. Es ist halt auch schon spät abends und ich bin ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich bei der Sache. Aber gut, dass wir wenigstens so gespeichert wurden. Demnach ist das, was wir machen. Ey.
Naja, immerhin ist es anscheinend richtig. Sonst würden wir hier wohl kaum gespeichert werden. Das ist witzig. Können wir jetzt hier raus, ohne abzustürzen? Ja, bitte. Vielen Dank. Los, spring ab! So, der fällt doch jetzt hoffentlich irgendwo runter. Müsste demnach von da aus neu kommen und fällt genau auf das Tor zum Ausgang drauf. You seem to be getting the hang of this. See you on the other side. Although I can see you all the time, you're in the ventilatory dispatch system. Mhm. Lüftungsabfertigungssystem, nicht im Testsubjekt. Ja, jetzt auch noch Wortkäse hier. Das wird ja mit jeder Minute besser einfach nur. Now this is where the fun begins. A real puzzle. You will have to use all the skills you've learned in the previous chambers. Let me put some ambient music on to get us in a good puzzle-solving mood. Good luck! Vor allen Dingen, notice experiment discontinued. Ignore, keep testing. Okay. Testkammer 4 von 16. Oh je. Blom. Jetzt sind wir erstmal die Türmchen losgeworden, ne? So, was aktiviert das hier? Ah, die... Das Ding, okay. Ja! Ich muss ehrlich sagen, ich habe null Übersicht.